sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen. Herzlichen Dank zunächst mal für Ihren Bericht. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, einige Fragen und Probleme anzusprechen, die meine Fraktion beschäftigen. Die Problematik prekärer Beschäftigung in der Wissenschaft haben wir hier bereits mehrmals angesprochen, sie ist nach wie vor aktuell. Wenn an der Uni Kassel dauerhaft knapp 90% des wissenschaftlichen Personals befristet beschäftigt ist, dann haben wir ein grundlegendes strukturelles Problem. Wenn etwa rund 76% aller Lehrkräfte für besondere Aufgaben lediglich befristete Verträge haben, so ist das ein deutlich höherer Anteil prekärer Beschäftigung als im Bundesdurchschnitt. Diese und etliche andere Probleme werden an der Kasseler Uni mittlerweile seit Jahren gemeinsam von Verdi, der GEW und der Initiative Kassel unbefristet kritisch adressiert. So wurde Ihnen bereits im letzten Jahr eine Petition für ein besseres Personalentwicklungskonzept übergeben, über den sich dann an anschließenden öffentlichen Briefwechsel hinaus interessiert uns, welche konkreten Handlungsschritte sich für Sie daraus ergeben. Und dies bekommt ja noch eine erhöhte Dringlichkeit vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage und der allgemein schwierigen Situation der Universität Kassel, bereits jetzt mit Defizit, auch aufgrund der Abschläge für weniger Studierende. Und ab diesem Frühjahr soll ja mit der neuen Landesregierung der neue Hochschulpakt verhandelt werden. Wir hörten, dass die Hochschulen erwarten, dass es da eine Steigerung der Grundfinanzierung gibt. Aber wie sicher sind diese Aussichten? Wenn es also weniger Geld geben sollte und noch mehr Abschlagszahlungen, stellt sich natürlich die Frage, was das für Veränderungen der Personalstruktur auch nach sich ziehen wird. Also im schlimmsten Fall Verträge, die nicht verlängert werden, Stellen, die nicht neu besetzt werden. Und das geht natürlich zulasten der Qualität von Forschung und Lehre, betrifft aber eben auch genau jene Personen, die bereits jetzt die überwiegende Arbeit in der Betreuung von Studierenden und dem Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten unter den problematischen und ungesicherten Bedingungen leisten. Wir fragen uns also, was wird die Hochschulleitung tun, um proaktiv ein solches Szenario zu verhindern? Ein weiterer Punkt. Mit Besorgnis nehmen wir die angespannte Grundsituation auch für Studierende in Kassel zur Kenntnis. Zum Semesterbeginn im Oktober haben rund 4.300 Erstsemester ihr Studium in Kassel begonnen und zumindest zu diesem Zeitpunkt hieß es, alle 1.100 Plätze in Studierendenwohnheimen seien belegt, etwa 500 Bewerbungen unversorgt. Wie hat sich seitdem die Wohnungsnot unter den Studierenden entwickelt? Welche langfristigen Maßnahmen sind die Unileitung, um dieses gravierende Problem einzudämmen? Ich glaube, die Lösung sind nicht weitere von privaten Investoren hingestellte Apartmentblocks und Einzimmer-Apartments für 400 bis 600 Euro. Zumal die Wohnungssituation der Studierenden die allgemein angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt reflektiert und dabei insbesondere den Mangel an Wohnraum im unteren Preissegment. Ebenfalls besorgt sind wir darüber, dass im neuen hessischen Koalitionsvertrag die Zivilklausel an drei hessischen Hochschulen, darunter auch der Uni Kassel, überprüft, das heißt zur Disposition gestellt wird. Wir sind der Auffassung, dass die Zivilklausel an der Kasseler Uni, also die Selbstverpflichtung auf eine ausschließlich zivile und friedliche Forschung und die Absage an Kooperationen mit in der Regel drittmittelbasierter Rüstungsforschung, eine Errungenschaft ist, die Verteidigung gehört. Wir wenden uns insgesamt gegen die Militarisierung der öffentlichen Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Und daher frage ich Sie, Frau Präsidentin, wie Sie zur Zivilklausel stehen, welche Möglichkeit Sie sehen, den Diskurs zur Zukunft der Zivilklausel öffentlich und transparent zu führen. Öffentliche, kritische Diskurse über Militarisierung, Krieg und friedenspolitische Alternativen sind für meine Fraktion gerade in einer Zeit wichtig, in der eine militaristische Logik scheinbar gesellschaftlich hegemonial geworden ist und auch die Bombardierung von Zivilistinnen in Gaza mit inzwischen deutlich über 20.000 Toten achselzuckend hingenommen wird. Und die teilweise persönlich betroffenen Menschen, die sich empört, damit nicht abfinden wollen, diffamiert und teilweise kriminalisiert sind. Wir sehen die Uni als einen Ort des freien Denkens, in dem Studierende auch die Möglichkeit haben müssen, Regierungspolitik kritisch zu hinterfragen, ohne in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt zu werden. Manche Vorgänge in letzter Zeit, insbesondere der Abbruch der Trauerfeier für den Kasseler Studierenden Yusuf Shaban, der am 24. Oktober im Gazastreifen zusammen mit vielen Angehörigen seiner Familie bei den israelischen Bombenangriffen getötet wurde, lassen mich daran zweifeln. Die Freundinnen von Yusuf Shaban haben erzählt, wie er getötet wurde. Und wie das mit den Schulden von Besatzung und Unterdrückung zusammenhängt, Holocaust-Vergleiche und Gewaltaufrufe behauptet, gab es zu keinem Zeitpunkt während der Trauerfeier mit zahlreichen Zeugen bestätigt.
Ich sage, es gehört zur universitären Freiheit, angstfrei auch Positionen vertreten zu können, die den außenpolitischen Leitlinien der Bundesregierung widersprechen. Und dass ich das hier sagen muss, eine solche Selbstverständlichkeit, das sagt meines Erachtens einiges für den Zustand des demokratischen Diskurses in dieser Gesellschaft.